Leute, guten Morgen. Wir gehen heute XXXXXXXXL Plumps angeln. 4 Meter. Monster. Guten Monster, Dinosaurier, wie immer. Unglaublich, Leute. Das finde ich schon ganz schön runter, wenn abgeholt von dem krassesten YouTuber hier aus der Region. Und zwar genau jetzt. Jetzt. Morning. Morning. Check it real quick. I will give you my hand, but I have a coffee. There you go. Okay. Yeah. Yeah, here you go. Also, wir sind jetzt im dem krassen Auto von Rod. Fishing with Rod, Leute. Er ist sozusagen der Gott hier. Er ist auch sozusagen ein hauptberuflich, sagt man das so, ja. Hauptamtlicher YouTuber. Ja. Das finde ich so geil. Er geht auch den ganzen Tag nur angeln. Er kennt sich hier komplett aus. Und wir haben auf Instagram geschrieben und gar nicht so viel gefragt. Und er hat uns sozusagen alles angeboten. Er hat uns das Hotel hier klar gemacht von Chili Wack, von dem Tourism Board, dann mit dem wir jetzt angeln gehen. Genau. Leng heißt er. Das ist sozusagen einer der krassesten Guides hier. Der hat ein geiles Boot, der fängt riesen weiße Störe. Aber er ist der Gott auch im Lachsangeln. Das heißt, wir werden auch Lachsangeln mit ihm gehen. Und das ist richtig geil. Übrigens, Karl und Alex, kennt ihr auch Karl und Alex? 2017. Waren sie auch schon mit ihm zusammen fischen? Also, das ist noch, wie groß der Fisch war, den sie da gefangen haben? So, when you fished with Carl and Alex, how big was the sturgeon then? It was definitely over 2.5 meters. So can we chop it today? I hope so. You never know, right? So, you know, today's fish might be this big or might be very, very big. What is the world record? I don't think anyone really knows the record. The biggest one I've seen is 3 meters. Okay, then we want to catch a 3 meter. One. 3 meter, 1 centimeter, yeah. I'm happy with the 1.50 meter. That's my goal. Okay, yeah. We'll start with that. Ja. Bist du schon aufgeregt? Juppie. Kommst du auch aus der Plumpszene eigentlich? Welsangeln, Karpfenangeln. Im Prinzip ist es wie Welsangeln, nur in groß. Es ist Welsangeln, genau. Nur auf ein bisschen etwas schönere Fische. Aller Geist ist aber, Leute. Wir haben das erste Mal jemanden gefunden, der genauso gerne früh aufsteht wie wir. Danke. Kindersicherung. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Junge. Also der Plan ist, wir gehen jetzt erstmal Lachs angeln. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch so früh aufgestanden, weil Lachse sind am aggressivsten morgens immer. Ich bin auch immer am aggressivsten morgens, wenn der Wecker klingelt. Da bin ich immer ein Kotzsammer. Ja, dafür. Wenn ein Lachs in die Quere kommt, dann würde ich aber Wolle nehmen. Na. Ja, Wolle. Dann, wenn das geklappt hat, dann werden wir auf diese Monsterangeln, ey. Wo ich auch ein bisschen Angst habe. Deswegen habe ich mich auch ein halbes Jahr darauf vorbereitet. Jeden Tag Liegestütze, Klimmzüge und. Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ja? Ja. Das ist spannend auf jeden Fall. Ja, ne? Wie hier diese Boote auch eins nach dem anderen reintrailern. Für jeden eins. Ja, guck mal hier unten, Leute. Da stehen schon 3. Und da ist er. Oh, ladies and gentlemen. Der war very famous. Hey. What's your name? Victor. Victor, nice to meet you, Victor. Nice to meet you too. Yeah, yeah. Nice boat. Yeah, thank you. Wow, thank you. It's bigger than expected. Ah, yeah, this is a monster boat. Watch out your head, Victor. Yeah. Nice. Wow. Yuppie. Besser wie zu Hause. You are the best guide on planet, of course, but also on the Fraser. Wow, you're so nice. No, no, no. The best luck, I would say. Yeah. I saw yesterday you caught a 3 meter fish. No, that was a post from last week. From last week? Okay. Yeah. Today we'll get a 4 meter fish. Okay. Well, it's one of the bigger boats like on the Fraser, yeah. Because you see the high ceiling and just really nice spacious. Yeah. Good for filming, but good for fishing too. And good for sleeping as well? Oh. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. When you get a big fish, you're gonna be fighting, you're gonna be sitting on that. Okay? So. Really? Oh, you will be, yeah. You will be, yeah. I'll go fishing with Leng! Yeah! Thank you.
Oh, so the Fraser's closed for salmon as of today. So this is the only system that we can actually target salmon and be successful. Mm-hmm. And then you're gonna see a lot of boats out here today. Yeah. In this area here. And then when the tide's low, there's only two good spots. This one and just around the corner. So then, you know, it gets tight. But ideally, we get a few salmon, then we shoot for a big sturgeon, you know what I mean? That's the plan. And do we took the eggs from the salmon to fish for the sturgeon then? No. Eggs are a waste of time. Ich möchte genau den gleichen Anker haben. Kein Problem, ich verkaufe dir zwei. Okay, let's set up. Okay, but we have a problem with the... We can switch it. Oh, real handle. Germans, we are Germans. Germans, left-handed Germans. Yes, we have the right Verkehr. I caught one a week ago. So actually, no, Friday, last Friday. So it was 5-6 days ago. Yeah. It was a Chinook salmon around 10 pounds. So this river has... You took on the bicycle? Yeah, that's right. Yeah, that's the one. Yeah. So this river has quite a few different salmon species going through. So right now there's, you know, lots of Chinook salmon going through, and and we're just starting to see some coho salmon going through as well. But that's just the very beginning. But right now it's the peak of the Chinook. I love peak. Yeah, like peak, right? Yeah. And they're anywhere from, you know, 5 kilograms to 15 kilograms, 10, 15. Yeah. So five is kind of average. I'm happy with any. Yeah. I want to catch a pike minnow. Es gibt hier einen Fisch, der heißt Pike Minnow. Sieht aus wie eine Barbe. So crazy, das Teil. Ich wusste nicht mal, dass die existieren. Habe ich gestern auf seinem Instagram gesehen. Mhm. Ich will so ein Ding fangen. Unbedingt. Yeah. Do you eat ceviche? Or you make ceviche out of the salmon? Or what are you doing with the salmon? The salmon we'll be targeting depends on what we catch. If it's like a coho or something, it's really good barbecue. Mm-hmm. A Chinook is a really good barbecue too, if you get them fresh. And then if you kind of freeze them, then you want to smoke them. Ich glaube, er macht das genauso wie wir. Yeah. Oh, nee, doch nicht. Is the same knot you use? No, I thought, but it's not. It's not, right? It's a peak right now. Oh, another peak. Yes! We love peaks. Is it better that peak, or is it better when it's coming in? Right now, for me anyways, yeah. It's like morning has been good. Okay. Morning's been good, and then also incoming. Alrighty then. This here. One? We got an orange one. Let's try, we try silver. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ist wirklich ein Biss? Ja, ich schwöre. Ja. Leute, David hat beim dritten Auswurf den ersten Biss. Was ist denn das? What is that? A seal. A seal? Yeah, that's what I'm saying. You guys gonna get, we're gonna get killed by a seal. We're gonna get salmon. I'm honest. Hier gibt's sogar kleine Babyrobben. Alter, hier zieht ein riesen Fisch vorbei. What now? It's a huge fish in the type of boat. Oh, maybe it's this. Was a seal, maybe? Oh, it's a seal. Ah, sorry, okay. It was like a GT. Ja, nee. Fisch, ja? Alter, jawolli. Victor? Nee. It's weg. Och, Manu, warum? I don't know. Lass mal nicht frei, lass ihn mal aufessen, bitte. Hä? Nicht freilassen, aufessen. Aus Versehen. Erster Fisch und David verkackt den, ja? Ich hab mich so auf dieses Ceviche gefreut. Muss man alles alleine machen hier, wa? Ja, jetzt? Oh Mann, ist an? Okay, er hat einen. Juhu. Ist es einer? Ist es ein Koho? Leute, David hat einen Koho. Ich glaub's nicht. Oh shit, nein. Also. Nice. It's a hatchery team. Oh, hatchery fish. Hatchery. There you go. There you go. First one. Wow! Yeah. So happy. Yes. I knew you were a fishing guide before. That's pretty good. It's we only lucky. Actually, you never caught a fish before. Oh my goodness. Yo. So happy. Good. Okay, you ready? Lecker aus, ehrlich gesagt. Ja, sei mal her. Okay. Schön, oder? Wow. Boah, sieht richtig geil aus. Ja. Der wurde schon abgeschlagen, also ist kein Problem. Der kann hier ruhig ein bisschen. Genau. Ah, das ist schön. So schön. Ich bin echt froh. Also wirklich, ich freue mich über diesen Fisch. Mega. Ich freue mich auf das anschließende Ceviche. Richtig. Ja,
Ah, no, it's barbecue. Wir brauchen da jetzt Salz, also Pfeffer, Zitrone. Die Release-Szene haben wir euch jetzt mal erspart. Okay, es wird nicht released. Oh, you wanna go. I haven't caught one this season yet. Oh, David! Yeah, yeah. He never caught a fish like this. Yeah, he never. In Klammern, this year. This year. Yeah, this year, yeah. Aber gucke, so, du hast gerade einen gefangen hier und direkt wird hier lang geschleppt. Das ist wie in Deutschland. Was würde Fred Kotowski dazu sagen? Ja. Oh! Ich glaub's nicht, da warte ich extra, bis er vorbei ist. Und dann fängt er hier ein. That's, don't listen to Rod. Ja. Rodney, thank you very much. Direkt an unserer Stelle. Frechheit. Ja? Oh, no, no way. You gotta be kidding me. Shut up. You bloody bastard. Leute, hat den nächsten. It's a spring. Please be a spring. Oh my god. Embarrassing. Oh my god. Hol sie raus, die Scholle. Zeig sie allen. I know. Oh, yeah. Oh my god. Do you guys know Dirk Nowitzki? I swear. It was a bite. Yeah? Yes. Ja. In the middle water. Ich glaube, du lügst. Aber ich teste es lieber nochmal. Halt mal nach rechts. Ja, sicher? Ich mal genau. Ah, okay. Ich würde ja mal gerne einen vorbeischwimmen sehen. Was haben wir Schönes hier? Was für dich? Ein leckeres Cornetto. Wow. Cornetto Erdbeere. Schöne Bäckchen, wa? Auch die Bäckchen sind auch für uns. Alles klar. Wir nehmen halt nur den Kopf mit, den Rest schmeißen wir wieder rein, weil die Bäckchen, Leute, sind die besten. Spaß. Ich glaube, ich darf nicht verraten, aber damit angeln wir auf die großen Sturgeon. Ich glaube, ich habe es verraten. David. Ich glaube, er hat es ganz, wollte es nicht aussprechen, dass die den Punkt, 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 Punkt als Köder für die Punkt, 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 geht. Punkt, Punkt nehmen. Richtig. Yeah. It would work here, but it's sinking. Would kill him. I bet you. Ja, Leute, also Lachsangeln. Ist Lachsangeln, wie immer. Ich habe jetzt keinen gefangen. Man fängt, also gut, dass du es gemacht hast. Ja, aber wir hatten ja auch einen guten Guide. Okay, so we did the hard part here by catching the salmon. So we got the salmon. Now we're gonna go for sturgeon. I would say it's not easy, but because I know where they are and what they're eating, because I'm out here every day, it's easy. So we're gonna go and crush some. We start out with the small ones? Yes. Yeah, because they said they want a 3-meter fish, but I'll see if they can handle a 1.5-meter fish first, okay? Okay, Leute, also, wenn man einen guten Guide dabei hat, dann scheint es wohl relativ, aber ich sag's nicht. Es ist schon so oft haben wir gesagt, das klappt easy und dann war doch irgendwas, weißt du? Ich bin gespannt jetzt auf diese Fische. Und er will uns erstmal einen kleinen an ranhängen. Das glaube ich, da geht seine Rechnung nicht auf. Es wird wahrscheinlich so entweder ein Riesenmonster gleich als erstes werden. Ja. Die ersten nimmt auf jeden Fall Glück. Ich hab Rügge. Rügge? Ich kann nicht. Das ist aber gut für deinen Rügge drin. Wie Hen Rügge, ich kann nicht. Aber was man sagen muss, man fühlt sich hier richtig so gut aufgehoben. Wenn die Fische hier nicht aufsteigen, die anderen fangen ja auch an, dann sind halt einfach nicht da, kannst du nicht machen. Aber Lachs können wir immer noch machen. Dafür sind wir ja noch da. Aber Sturgeon können wir nur heute machen. What kind of bait are we using? This one? Yes, we're using smokies. Smokies? Yes. Mm-hmm. Don't tell anybody, that's a secret. Yeah. Okay? We gotta edit that. Make sure no one knows about that. Yeah, of course. So we don't use... Using Pfefferkuchen. Mit Käse gefüllt. This one is a sturgeon. That's a sturgeon right there. You see the tail? Yeah. The shadow of the fish. Okay, Leute, hier scheinen ein paar Störe rumzuhängen. Wir haben einstürmische Jurassic Lake gefangen. Der war gar nicht so klein, 1,20 oder 1,30 oder sowas. Also vielleicht schaffe ich es ja, hier mein PB zu fangen.
90 Fuß. Also ich glaube, er hat erstmal einen ganzen Lachs filetiert, also quasi ohne Filets rausgehauen. Was für ein Maul das sein muss, dass da das reingeht. Muss ja riesig sein. Ich bin schon mal froh, dass er die raushaut mit dieser Rechtskurbel. Oder ist es hier auch falsch rum? Falsch rum oder richtig rum? Falsch rum. Oh Gott, genau. Aber er meint, die deutschen Kunden drehen die Angel dann oft um, ja, lassen die Multi links unten hängen und kurbeln dann doch mit links. Ja. Das machen wir nicht. Machen wir nicht? Nein. Also Leute, hier sitzt wirklich jeder Handgriff. Das ist richtig so bam, 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 flutsch, flutsch. Bevor die Kamera an ist, sind hier schon fast alle Routen drin. Legally, you allow only one rod each. So. Mm-hmm. Yeah, so we get four going. But we all had it, already have five. One rod here. Yeah, that's right. So many. So we only can take three, right? Yeah, I never heard that before. No? Yes. We're always good at inventing new jokes. One, two, three, and four here. Mm-hmm. Okay, when you get a bite, it's gonna look like this. On a big fish, it's gonna go like this. It's gonna shake the rod. Uh-huh. Okay, and then all of a sudden the rod's gonna go down. And I tell you, set it, all you do is reel into it. Okay? Yeah. Just reel, and then all of a sudden you can't even reel anymore because the fish is on. Then you pull it out, set it again. So tight, and then you do a double set and pull it up and wham! Route 1, 2, 3, 4. Er ruft dann ganz laut Dings und dann wird quasi ein großer Fisch beißt, kurbeln, also quasi, ne, umdrehen, dann Route aufnehmen und bam. Okay, now I'm a little bit nervous after this instruction. Okay Leute, also was ich nicht wusste, du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Das ist echt krass, also die wohnen ja eigentlich im Meer, kommen aber hier rein in den Fluss zum Essen und zum Laichen. Aber alle 4 bis 10 Jahre oder 15 Jahre sogar. Laichen die. Also deswegen ist das so krass. Deswegen darfst du hier auch keinen einzigen Stör umbringen. In der Wintersaison angeln nur für die Kleinen, um halt zu gucken, wie die sich entwickeln, ne? Wenn die getaggt, weil die Großen sind schon alle getaggt. Genau. Die Regierung bezahlt die Angelguides, dass die im Winter auch mal auf die Kleinen angeln, um Daten zu sammeln über das Verhalten von den kleinen Fischen. Es ist ziemlich windig hier draußen und ich wusste schon, bei Wind beißen die mich nicht. Viel Spaß. Aber wir wechseln jetzt trotzdem den Spot, bevor der andere Angler, was er gerade tut, sich diesen anderen Spot da greift. Aber ich hoffe, dass sie alle Respekt hier haben vor ihm und dann quasi auch Platz machen, wenn er da ist. Wir hatten den ersten Biss, Leute. Route Nummer 2 wurde nervös. Aber er hat losgelassen anscheinend. Aber he's still around. Right? He's still around, yeah. Like a king cobra, Victor. You are sometimes like a king cobra. Ready to bite. Ich habe ehrlich gesagt gerade auf seinem Instagram geguckt, welches Foto ich so gerne hätte. Yeah, number 4, is it a bite? Yeah. Really? Okay. Instruct me. This direction, right? No. Kidding. Ist das spannend, Leute. Ich drehe komplett durch. Ich bin jetzt richtig aufgeregt, weil ich weiß nämlich, Victor träumt schon so lange davon. Ich auch. Ja. Das mal zu machen, mal so ein Ding zu sehen. Und das ist jetzt der Moment da. Fraser River, Leute. Alter, wir sind jetzt da. Jetzt ist die Chance. Jetzt oder nie. Oh, ja. Ja. Ah, fast. Ja, ja, ja. Real as fast. Circle hook, maybe. Nein, das war so ein good bite, Victor. Never told me to be quick. Yeah? It's not a full circle, it's an offset circle. So you have to set it still. We'll come back. We only get like 2 or 3 chances in the day. He's lying, right? I think he's not.
So langsam werde ich nervös, Leute, wirklich jetzt. Normalerweise bin ich beim Plumpsangeln eher entspannt. Wirklich, das ist aber wenn... Oh. Beruhige dich. Ihr könnt ihr echt dran erinnern, wo wir mit, wo wir auf diesem Thunfischboot waren mit Michi und dann so, komm. Beruhige dich. Hier, das war, ja. No? Leute, Spannung, Alter, mit jedem Biss, Leute, das geht hier ab. Ich habe richtig Angst mittlerweile, einen Fehler zu machen. Also mit jedem Biss wirklich jetzt wird es, der Puls immer doller. Erstmal aber der Fisch wahrscheinlich riesig sein wird. Man hat irgendwie Angst, jetzt einen Fehler zu machen, wenn es jetzt wirklich nur 2-3 Bisse am Tag gibt. Also ich weiß nicht genau, ob das gut ist fürs Herz. So. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen, dass es so aufregend ist. Spotwechsel. Also was wir jetzt machen ist folgendes, wir fahren jetzt quasi zum Spot, wo nur große sind. Er meinte sozusagen, jetzt fahren wir dahin, wo nur Weltrekorde stehen. Die Wahrscheinlichkeit, ihn zu fangen, ist ja sehr gering. Aber da wir jetzt eh essen müssen, den Fisch, den du gefangen hast, danke nochmal. Gerne. Der wird jetzt zubereitet und dann kann man natürlich auch die Routen dran, ne? Leute, jetzt. So, jetzt gibt es den Lachs, den ich vorhin gefangen habe. Das war so ein. Oh. Alter! Nein! Ich habe gerade die Drohne ausgemacht. Da kam ein Monster hoch. Wir sind hier an einem absoluten Big Fish-Spot. Er meinte, wenn hier einer kommt, dann ist es hundertprozentig ein Monster. Hier ist nur so ein absoluter Überkracher. Ich frage mich, warum wir hier nicht gleich heute Morgen hier hingefahren sind. Jedenfalls guckt euch dieses an. I use the ones that the lodges uses. Diesen Lachs gibt's jetzt auf dem Barbecue, auf dem Wasser. Das ist eigentlich fast der geilste Teil des Tages nach dem Fisch. Relativ schön rot aus. Oder? Just in case. So what are you doing? Got some seasoned salt and gonna put some mayonnaise on it if I can get this open up. And then a bit of brown sugar. So a combination of salt and sugar and maybe some dill weed as well. Mm-hmm. Yeah, let's try it. But no coriander, right? No coriander, yeah. You don't like coriander? No. Okay, yeah. Nobody likes coriander. You like, what's the other one? Pepper? Cilantro. Cilantro? Cilantro is actually coriander. Is it right? Is it the same? Cilantro. Yeah, cilantro? Some people like it. Really? But nobody on board like it here, right? I eat it. I mean. Gerade einen Biss gehabt, wa? In diesem Augenblick, beim Essen, immer. Wir essen jetzt hier einen Mordseinschlag geben. Oh, da. Ja. There we go. My God. Okay. Oh no. Oh no. We are completely fucked up. And we have to taste it blind. Leute, wir werden hier so geil. Er grillt hier einfach mal auf dem Boot. This is not German sausages. So it's, I know you guys have much better sausages than back home. Are we? I don't know. Like, you know, I went to Berlin and the first time I went to Berlin, you know, like what I found intriguing was the curry sausages. Currywurst, yeah. Currywurst, yeah. So every corner had like curry sausages. It was like, wow. Yeah. Yeah. We are very famous for Currywurst in Berlin, Leute. Lasst euch nicht einreden, it's not from Hamburg, it's from Berlin. Berlin, yeah. And how was it? Good, yeah. I liked it, yeah. Blindverkostung? Nee, du kannst ja ehrlich sein einfach. Okay. Leute, es gibt zwei Zubereitungsmethoden vom Koho. Einmal mit Montreal-Gewürzen und braunem Zucker. Und er hat eine Alufolie mit Mayonnaise und diversen anderen Produkten, die ich nicht weiter mit Namen nennen will. Geheimzutaten. Richtig. Wir sollen jetzt wirklich entscheiden, was besser schmeckt. Das heißt, einen von beiden werden wir enttäuschen und einen glücklich machen. Wir müssen ehrlich sein. Ja. Wir werden ehrlich sein. Und er hat gesagt, du darfst auch nicht sagen, es schmeckt gleich gut. Ja, muss eine Entscheidung treffen. Okay, alright. Watch it. Thank you. Okay. Leute, das sieht so geil aus. I can't decide. Sorry, guys. I can't decide. Length is very
natural. Dum, 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 dum. I'm a flavor guy, I say. Don't make. Don't spoil the taste. I say rot. Really? Oh my god. Okay, now I taste. Sorry, it. Boss. Ich lass mir nichts anmerken. Ich bin bei diesem, wie bei diesen Fernsehsendungen, wo am Ende einer immer an diesen Tisch dreht und sich nichts anmerken lässt. Immer so, was? Okay, jetzt rot, ne? I don't know. I think I like mine better. Still, maybe I'm a little biased though. I think I'm with Leng. I like yours better. Because he has dill on it. Dill, yeah. Dill. I like, love the dill. I'm a dill lover. Actually, I like both, but I can't say it. Yes, thank you. Platz jetzt gewechselt. Da wollten wir vorher nicht hin, weil wir dachten, es ist zu windig. Aber es geht mit dem Wind. Das Problem ist, Wellen. Leute, seht ihr das? Wie das Boot hin und her schaukelt, wie auf einem Ozean. Ich denke, David, du weißt, was zu tun ist. Kotzi, Kotzi in 3, 2, 1, 0. You just hear that thump? Yeah, and that was him, yeah. The harder, the louder the crack, the bigger the fish is. Okay. Ich würde ja gerne mal so ein Ding einfach mal so aus dem Test halber anheben, nur damit ich weiß, wie es geht. Kannst du ja mal fragen gleich. Leute, erst ein bisschen an der neuen Stelle. Wir haben ihn gerade mal nebenbei gefragt, wie schwer denn so ein Ding wird, wenn es 3 Meter groß ist. Er meinte, er ist so 600 Pfund. 300 Kilo? Halbe Tonne. Moment. Mehr, ja. Eine dritte Tonne. Okay. Das ist quasi, das ist ja sozusagen, das ist wie Marlinangeln, Leute, wie Thunfischangeln, was wir hier machen, nur im Süßwasser. Da meinte Victor eben, okay, ich will doch keinen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall abwechseln dann. Wahnsinn. Also ich krieg von jeder, die alle halbe Stunde kommt irgendwie ein neuer Fact, der mich sozusagen richtig, so richtig schwindelig, Leute, obwohl ich also wirklich nichts getrunken habe. That's it. Harder. Yes. Hello? Yeah, you got it. You got it. You got it. Yeah. 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 No, no, no. I got it. He's gonna jump. Keep high. Keep leaning back. Leaning back. Tender. Oh. Damn. Oh, Alter. He's gonna jump again. Here he goes. Oh. Okay, what can I do? Just fight it. Can someone help me reel the line? Yeah. Move that way so they don't get tender. Yeah. Okay. Ich verstehe gar nicht, wie alle so ruhig sein können. Okay, I gotta keep... It's like heaven. What is this place, Victor? Leute, mit rechts kurbeln, ja? He's going. Yes, yes, that's what they do. Try to stop him. Yeah? Can. But how? You can. Okay. Alter. A monster. The biggest one you have ever seen, right? The smallest one, actually. Smallest one? Junge, der läuft immer noch.
Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Halt fest. Einfach nur festhalten. Ich kann auch gar nichts anderes machen. Just lean back and relax. Ja. Is there enough line on it? I think we're gonna move. We're gonna chase it in a minute. Oh. Das ist ein richtiges Workout. Das ist gut. Voll schön. Da wirst du nachher richtig Spaß haben. Ach komm. Das ist deiner. Da steht dein Name drauf, Victor. Das ist ein Eras. Ja, guck mal her. Pretty close, actually. Ja, it's pretty close, actually. Oh, oh. I think we... Jetzt kommt er. Alter, die Rolle ist fast leer. So, jetzt geht die Arbeit los. Samba, si. Arbeiten. No. Samba, si. Arbeiten. No. Alter, hast du das Ding gesehen? Ist es rausgesprungen? Ja. Es war riesig, Alter. Ja. Alter, los, komm. Ich glaube, er hat das mit Absicht gemacht, die ganze Schnur erstmal rauslaufen lassen, damit ich jetzt alles einkurbeln darf. Oh, Alter, der geht immer noch. Von wegen der Kleinste. Ist der Größte hier, Taten hier. Alter! Komm, 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 genau, komm, komm, Alter. Aber es ist ganz mit rechts kurbeln. Mega, Leute. Machen wir es nur noch. Okay, Leute, da vorne sind Hindernisse. Der meinte, müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass der nicht in die Hindernisse reingeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist so spannend. Kann nichts machen, ich würde ja gerne, aber. Sehr nice, very nice. Gotta gain line, Victor. Gotta keep gaining. Yeah, because we're going downstream, right? So okay. You gotta try to get as much. Kurbel. Beruhige dich. Hast du was schon mal erlebt? Nein. Der Fisch zieht uns über den Fluss. Über den gesamten Fluss zieht er uns. Wir mussten schon den Anker lösen. Richtig, die alle gewesen. Das sind 200 Pfund, Leute. Was denkst du, wie groß ist der ungefähr? Über 2,50. 3 Meter. Das Ding ist, wenn man es noch nie gemacht hat, ja, dann weiß man nicht, ob man es richtig oder falsch macht. Weißt du nicht, ob das Ding irgendwann ausschlitzt oder so, weißt du? Mhm. Wenn man es zu doll macht, man sagt auch keiner was. Das heißt, da gehe ich mal davon aus, dass alles korrekt ist. Ja. Alter, wow. No, I think it's the hardest fight, so actually. Ja, so far. I called it a Marlin, but it was only a small one, like 1.30 meters or something. So, like I said, a lot of my German clients, they swap this around. If you get tired, yeah, and then like that. Yeah? Okay. Right? How does that feel? Very good, right? Actually. You can do the same at all. There you go. A little bit wrong. That was a new invention I just made up. Wir sind doch alle ein bisschen German. Spannung. Wow. Der ist. Ah, guck mal, das ist der Leader. Ich hab ein bisschen Angst, Leute, ihn weiter hoch zu pumpen. How is Victor doing? Is he doing a good job? Yeah, for sure. He's doing really? Yeah. You can be honest to me. Yeah, no, he's doing really good. Yeah. Also er hat gesagt, dass ich das relativ schnell gemacht habe. Ich habe mir richtig Salzwasser gegeben. Hast du richtig gut gemacht, Alter. Wow, Alter. Das ist, ich hab's, also, ist schon ordentlich. Ist ein ordentlicher Fisch. Er hat ihn. Hey, one second. Wow, that's a long, long fish. I'd be shocked if he's not overheating. Wow! Das ist so abgefahren. Wow! Alter! Okay, middle of the tail? Got it? Yeah? Yeah, that's right. And we'll go all the way down to the nose. Right there. 102. How much? 102 inches. And now from here? But about the Germans? Yeah, the Germans? 113. 113, okay. It's bigger than expected, actually. Yeah. I had no idea how long these creatures, dinosaurs. Das Mann, Alter. Wow. Das ist ein richtig, hat richtig harte. Das ist krass. Oder? Kann, den Kopf richtig. Kann man den Kopf mal rausheben? Can we lift the head up? Ja, just a little bit. There you go. Wow, okay. Okay, Leute. Das war wirklich krass, der größte Fisch meines Lebens.
Es war ungelungen und mit großem Abstand. Guckt euch an, wie geil das ist. Aber der darf natürlich, er muss zurückgesetzt werden. You can't keep it, right? Not allowed? I mean, it's a lot of meat, you know. Look. Alter, das ist krass. Junge, der hat so viel Kraft, Alter. Das ist ein Monster. Wow. Wow. I have to give him a little bit more. Yeah. Alter. Nice. Diggi. Wow. Alter. Good job. Geil, Mann. Yes. Ritchi, 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 Ritchi. Alter, Diggi. Wie geil. Freu ich mich. Gut gemacht, Alter. Gut gemacht, Diggi. Schön. Schön, Mann. Jetzt bist du dran, ne? Mit deinem Rücken. Oh, wow. Easy, Mann. Ich bin mega gefreut. Alter, danach ist dein Rücken. Ich hab doch ein Foto. Reicht mir doch. Alter, war das geil. Aber man muss natürlich wirklich sagen, man hat jetzt gedrillt. Die eigentliche Arbeit haben natürlich die Guides gemacht. Also, ist ja. Obwohl, trotzdem gut gemacht. Immer schon geil. Ja? Danke. Super nice. Yeah, thank you so much. Very much. Yeah, you're welcome. You're welcome. Good job. Congrats. Good company, good word. Yeah. Good everything. Okay. No, we need Victor to help her. He's just filming us. You need my muscle, yeah? Yes, we do, yes. Okay, no worries. Yuppie! Come on. Woo! Yes. Okay, we made it. Das war so crazy, Leute. Das war wirklich wieder mal, ich gehe Angelstyle. Höher, schneller, weiter. Ja, so kennen wir es halt. So liebt der Iras. So ist er. Und so wird er immer bleiben. Und das ist auch gut so. Richtig. Ja, Alter. So sehen Sie gar aus. Ja, Mann. Schön. Weißt du, was Victor übersetzt heißt? Leute, okay, ich habe jetzt nochmal geguckt. Also bei mir steht 287. Ich habe es auf Google eingegeben. 113 Inch. Wisst ihr, wie groß das ist? Also jetzt mal ohne Start. Wir dachten, wir haben ja so einen Kopf ausgerechnet, 250, aber das ist 2,87 Meter. Hier wird ja sozusagen unfugmäßig gemessen, also quasi nur bis zur Hälfte vom Schwanz. Aber wir messen ja von wirklich vom allerletzten Zipfel bis vordersten Zipfel. Und da war er 2,87 Meter. Richtig! Alter, das ist größer als 2,80 Meter. Das ist mehr als 2 Meter. Das ist riesig, größer als ich, größer als du. Das ist fast 3 Meter. Let's make it 3 Meter. Die Scale hat nicht gereicht. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt wollte ich sagen, wirklich noch keinen längeren Fisch. Oh, davor auch nicht, aber das ist ja nie mehr wieder zu toppen. Das ist der größte Fisch, der längste Fisch meines Lebens. Aber das war jetzt nochmal ein Schock, muss ich sagen.